Durch den Wind mit Tobias Mann. Hallo zusammen. Der alte Pythagoras von Samos, Herr der Hypotenusen und Rächer aller rechtwinkligen Dreiecke, hat dereinst am Frühstückstisch ja mal folgenden Satz gesagt. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Woraufhin seine Frau ehrfurchtsvoll entgegnete. Pütti, ja, so hat sie ihn genannt. Pütti, das ist ja ganz schön, aber iss doch erstmal dein Butterbrot auf. Ja, weil weder Pythagoras noch seine Frau haben damals geahnt, dass irgendwann mal Generationen von Schülern seinen Satz im Schlaf aufsagen können. Wenn ich was aus meinem Matheunterricht mitgenommen habe, dann den Satz des Pythagoras. Nur wozu? Ich habe das mal nachgeschlagen. Der Satz beschreibt in der modernen Mathematik, Achtung, das Senkrechtstehen in abstrakten Räumen. Könnte also in der Kneipe helfen, dachte ich. Tut er aber nicht. Ich hab's probiert. Nach dem Genuss von zu viel Alkohol misslingt das Senkrechtstehen und der Raum wird ziemlich abstrakt. Im täglichen Leben bringt mir also Püttis Satz nix. Und das bestätigt meine These, dass man in der Schule immer wieder das Falsche lernt, um im Leben zurechtzukommen. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat wurde meiner Generation eingebläut. Aber dass in Sachen Geld diese Regel mit Minus mal Minus gleich Plus nicht immer so stimmt, das merkst du erst, wenn der Mikrokosmos deines abgebrannten Girokontos in der Makroökonomie seine epische Entsprechung gefunden hat. Die deutsche Staatsverschuldung fußt auf fehlerhafter Schulbildung der handelnden Personen. Anderes Beispiel, das uns alle angeht. Dank meines großartigen Erdkunde- und Geografieunterrichts kann ich Ihnen heute noch sagen, welche Erdschichten es in Kasachstan gibt. Wenn Sie mich aber in Bochum aussetzen, finde ich nicht mehr heim. Deswegen haben wir doch heute auch den Schutzpatron der Orientierungslosen, den heiligen TomTom. Und so sind wir mittlerweile alle Navigationsgeräte-Jünger. Ja, und in Biologie haben wir damals 6 Wochen über das Liebesleben der Blattlaus gesprochen. Ich wusste aber beim Abitur immer noch nichts über Frauen. Kein Wunder, dass Schädlingsbekämpfung in Deutschland besser funktioniert als Eheberatung. Man soll doch nicht für die Schule lernen, sondern fürs Leben. Aber weil das offenbar nicht geklappt hat, werde ich bestimmt eines Tages völlig pleite, ohne Navi in Bochum stranden, der Apokalypse in Form einer gigantischen Blattlausepidemie ins Auge schauen, meine Faust gen Himmel recken und im Untergang schreien. A Quadrat plus B Quadrat gleich. Na, das Ergebnis kennen Sie ja.